Herzlich willkommen zu den Grazer Galerientagen 2021. Ich freue mich sehr, dass Klaus Speidel und Johannes Deutsch heute Teil unserer Online-Serie In Conversation sein werden. Johannes Deutsch ist Maler, Grafiker und Medienkünstler. Während der Galerientage eröffnet seine Einzelausstellung Face, Space and Mental Landscape in der Galerie Sommer hier in Graz. Er spricht mit Klaus Speidel. Klaus Speidel ist Bild- und Kunsttheoretiker, Kunstkritiker und Kurator. Herzlich willkommen. Ich übergebe an Sie beide. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr über die Einladung und über die Gelegenheit, über die Kunst von Johannes Deutsch zu sprechen. Und ich glaube, ich gehe gleich in medias res mit einer ganz großen und vielleicht auch relativ allgemeinen Frage zu Ihrer Arbeit, nämlich eine Frage, die sich sehr schnell aufdrängt, wenn man so Ihr Portfolio durchschaut und die ganz verschiedenen Arbeiten, ist natürlich die Frage, wie es kommt, dass sich Ihre Praxis in diesen ganz unterschiedlichen Formen, Medien äußern, und die ließen sich ja auch auf ganz unterschiedliche Arten unterscheiden, also konventionell Zeitkunst, Raumkunst. Es gibt sicher einen Konzeptkunstanteil, aber auch ein sehr formales Bewusstsein, fast vielleicht manchmal ein Formalismus. Es gibt Oper, Fotografie, Collage, Installationskunst. Wie entsteht denn diese Vielfalt und was interessiert Sie an diesen verschiedenen Medien jeweils? Ja, ich befürchte, das hat letztendlich mit zwei Phänomenen zu tun. Zum einen doch der Erinnerung, einer, sagen wir, ausufernden Erinnerung, in dem Fall einer fachlichen Erinnerung an diesen Raum der Geschichte der Kunst, in der nicht nur Werke erinnert werden, sondern auch die Instrumente, die Werkzeuge, die Entwicklungsphänomene. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich so, hat vielleicht ein bisschen mit der Biografie zu tun, aufgrund der ich eigentlich immer in einer Art Gesamtkunstwerk denke und lebe. Also beim Leben ist es dann halt ganz einfach. Man hat halt viele Aspekte, die zum Leben gehören. Und in der Kunst sind es halt unter Umständen verschiedene Medien, verschiedene Ansätze. Man möchte, dass viele Teile zusammenkommen, dass möglichst alle Tiere im Zoo eine Stimme bekommen. Ist es dann auch wirklich so, dass Sie für verschiedene Wirkungen, oder dass es eher in die Frage geht, es um Wirkungen oder geht es um Ausdruck, aber dass Sie entweder für verschiedene Ausdruckswünsche oder für verschiedene Wirkungen dann auch ganz bewusst auf verschiedene Medien zurückgreifen? Also man muss ja sagen, fairerweise sagen wir, ich mache jetzt 4 Jahrzehnte Kunst, oder sagen wir professionell Kunst. Also fairerweise muss gesagt werden, das waren natürlich meine Ansätze und mein Vorgehen nicht immer gleich. Vor 40 Jahren war das sicher einfacher. Trotzdem glaube ich, mich zu erinnern, bis hinaus in meine Kindheit, so wie ich aufgewachsen bin, was die Komponistenfamilie gesprochen hat, es gab immer das. Aber genau gesagt würde ich meinen, es gibt bestimmte Gefühle, Ideen, Ausdruckswünsche, wo ich auch früher und auch heute gespürt habe, ich brauche mehrere Instrumente, um dieses Kolorit oder diesen Klang, diese Dichte und auch diese Komplexität oder diese Präzision zu erzeugen. Natürlich, man hat so einen Flash, man nimmt einen harten Bleistift, man macht eine Karikatur oder eine kleine Blume oder eine Linie ganz allein in einem freien Blatt und nur das Material wirkt. Da braucht man kein Gesamtkunstwerk, das ist selbstverständlich, das wäre Blödsinn. Aber trotzdem, die Art der Ideen, die ich habe,
mir scheint, dass ich mich dann immer wohler fühlte, wenn das von mehreren Seiten zusammen beleuchtet wird, dann glaubte ich, mehr aussagen zu können. Aber nur ein Halbsatz noch dazu. Es ist mir schon immer und geht mir auch heute noch immer um eine Message, um einen Ausdruck, ich habe ein Gefühl zu einem Kunstwerk und ich möchte da etwas aussagen. Es gab Phasen, wie Sie gesagt haben, Formalismen, analytische Phasen, wo einem neue Materialien sehr interessieren. Man muss sie kennenlernen, man muss studieren an ihnen und es entstehen Werke, die sehr dedicated sind zur Technik oder zur formalen Technik. Aber grundsätzlich, ich bin ein inhaltlicher Künstler, ich bin ein Erzähler, ich bin jemand, der was, das sehen Sie, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt mal die Möglichkeiten nutzen, die uns dieses Zoom gibt und etwas machen, was ich sonst noch nie getan habe bei dem Interview, aber ich spiele Ihnen mal was vor und irgendwie hat mich das Durchblättern Ihrer Arbeit daran erinnert und ich würde gerne... Herr Mito von Doderer hat mal Folgendes gesagt. Der ganz genau, absichtsvoll geplant, zielstrebig arbeitet, allerdings zielt er nicht auf das Publikum, sondern auf dem Publikum ganz unbekannte Absichten. Er zielt eigentlich auf Entwicklungen seiner Geistesmechanik und probiert ständig daran herum. Ja, wie ist das? Ist der Künstler das ist gemein. Auch ein... arbeitet und eigentlich nicht auf das Publikum zielt, sondern auf die Entwicklung seiner eigenen Geistesmechanik. Was würden Sie sagen? Ja, schon am Anfang des Gesprächs haben Sie mich geoutet, ja. Ja, also es gibt ein eigenes Quest, eine eigene Suche, die über jetzt solche, Kommunikationsabsichten hinausgeht. Mhm. Ja, das sicher auch, ja. Aber es ist nicht so, Sie kennen meine Bilder, mein Werk. Es ist nicht so, dass mich nicht das Thema interessiert. Also vielleicht soll man an der Stelle mal was zeigen. Ich habe immer mehrere Jahre an einem bestimmten Thema gearbeitet, viel Recherche auch über das Thema betrieben. Auch ganz früh ist es noch nicht um eine Oper oder um irgendeine spitzfindige interaktive Kunst ging. Ich meine, selbst das schon überklassische Beispiel des Apfels im Bauhaus, wo man gesagt hat, na, wenn du einen Apfel malen oder zeichnen willst, musst du zuerst einen Apfel besorgen, den kaufen, den waschen, den essen und so weiter, nicht? Und dann mal eine Zeichnung und dann vielleicht eine Skizze und dann kannst du ihn mal malen, dann musst du aber auch eine kleine Skulptur davon machen und am Ende wirst du ein bisschen wissen, was ein Apfel ist und noch mehr wissen, was für Probleme es hat, einen Apfel zu gestalten. Natürlich gibt es das auch, aber man beschäftigt sich schon, wenn man einen Apfel malen will, dann muss man, dann will man was sagen zu dem Apfel, über den Apfel. Also eine Recherchephase, das ist mir eigentlich auch klar geworden, ist was ganz Wichtiges bei Ihnen. Es geht nicht darum, einfach loszulegen und das durch den Johannes-Deutsch-Filter laufen zu lassen, sozusagen. Ich finde, das ist auch so eine Frage des Stils. Ne? Es gibt tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, habe ich das Gefühl, die können praktisch alles durch ihren Filter laufen lassen. Und am Ende kommt eigentlich immer das Gleiche heraus. Im Zweifelsfall eben immer ein Warhol oder eben ein Schiele oder ein Klimt und ob da nun die Stoneborough-Wittgenstein durchläuft oder sonst was, ist im Zweifelsfall gar nicht so wichtig. Also bei Ihnen habe ich das Gefühl, ist der Anspruch da, dass Sie sich dem Thema adäquat widmen und vielleicht auch eine eigene Form finden für verschiedene Themen, obwohl natürlich eine Kontinuität trotzdem sichtbar ist. Wie verhalten sich diese, also ist das diese Kontinuität, die in Ihrem Werk vielleicht auch sichtbar wird. Ich zeige mal nebenher ein paar Dinge jetzt erstmal so, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie kann das aussehen, also zumindest jetzt im,
im unbewegten Einzelbild. Wir haben ja schon angedeutet, dass es auch ganz andere Äußerungsformen gibt. Aber wie verhält sich dieses Gemeinsame, aber auch das Spezifische, das Sie für die verschiedenen Themen finden, zueinander? Suchen Sie nach dem Spezifischen und sozusagen Ihr eigenes zeigt sich dann immer mit, oder ist es wie Hitchcock mal gesagt hat, Style is self-plagiarism. Also, dass Sie sich wirklich bemühen, sozusagen den eigenen Stil, dass der auch immer wieder sichtbar wird. Nein, da bin ich schon eher bei Gerhard Richter, dem eigentlich, der zumindest in Köln oft gesagt hat, ich habe das auch mal persönlich von ihm gehört, dass ihm Stil nicht so wichtig ist, sondern er will wirklich eine ganz spezifische Aussage haben. Und er macht alles, und ich zumindest mache alles, um einen bestimmten Klang, eine bestimmte Aussage zu haben. Und wenn ich mich mit einem Apfel beschäftige, na, dann will ich dann am Ende halt einen ganz besonderen Apfel haben. Besonders jetzt nicht, dass das ein besonderer Apfel, aber halt den Apfel, den ich erkannt habe darüber. Ne? Verstehe. Und das heißt, da sind dann auch nicht nur inhaltliche Entscheidungen, sondern eben auch stilistische Entscheidungen wichtig, um den Apfel, den Sie erkennen, zu vermitteln, oder? Ja, schon. Ich meine, wenn Sie jetzt diese Slideshow, die Sie von der Ausstellung, die wir bei Gerhard Sommer zeigen, so durchlaufen lassen, da waren ja manchmal 10, 15 Jahre zwischen den einzelnen Bildern, während das da jetzt ablief, dazwischen. Jetzt gerade die letzten 2, 3 Bilder, die gehören zusammen. Es kommt natürlich noch etwas dazu, dass es ja in der Kunst- oder in der Malereigeschichte schon gab, den Fries, den Zyklus, das quasi, na bitte, die beiden Bilder, wenn wir einen Moment da bleiben, die ja, beiden Bilder gehören ja ganz besonders zusammen. Aber ganz allgemein gesprochen, die Kunst hat ja die Möglichkeit, und die ist nicht mal allein bei der bildenden Kunst in Form, eine bestimmte Aussage, eine bestimmte Mitteilung oder eine bestimmte Erkenntnis auch in mehreren Bildern oder Werken aufzuteilen oder in einem umfangreicheren Werk auszuteilen. Es ist eine sehr andere Sache, ob Sie 2x1000 Seiten brauchen für den Mann ohne Eigenschaften oder ob Sie in einem kleinen Essay etwas sagen. Es wird etwas anders. Alleine die Wucht, wenn Sie diese 1000 Seiten lesen müssen oder die Suche nach der verlorenen Zeit oder etwas Kurzes. So, aber hier konkret, dieses Bild soll sehr unauffällig zeigen, dass man in einen Spiegel schaut. Aber klar wird das erst, wenn Sie noch mehr an das andere Bild gehen. Dieses oder? Ja, das ist die eigentliche Seite. Der Spiegel schaut auf diese Seite. Genau genommen sind das alles Spiegelhälften. Aber das sind, also hier ist eine historische Figur, die ist mehr oder weniger, konkret hier geht es das ist ein Werk, ein sehr umfangreicher Werkzyklus, den ich für eine ganz kleine, wenige Minuten dauernde experimentelle Oper gemacht habe, habe viele Jahre daran gearbeitet und der Zyklus besteht aus 60 bis 100 Bildern, die alle ein Grundelement haben, nämlich eine Art Glasveranda in der Mitte, mit der, okay, kann man natürlich auch die Black Box oder den White Cube zitieren und das ist hier halt so ein bisschen virtual, ein Virtual Cube. Aber es geht hier immer um diesen Raum, in dem man sein kann. Und wenn wir quasi, Sie haben einmal ein kleines Boot gezeigt, wenn Sie das nochmals suchen können. Sehr gerne. Mhm. So ein kleines Fischerboot im Meer. Das ist ganz interessant. Das gehört auch da. Sehen Sie, wenn man genau schaut, diese Glasveranda ist auch hier drin. Ja?
Und die hat sich nicht geändert. Das ist natürlich einer der grandiosen Vorzüge des Arbeitens mit Computer, dass sie gewisse Elemente sehr präzise grundsätzlich gleich lassen können, aber sie trotzdem variieren können. Also es taugt dazu, um wieder den Vergleich zu einem tausendseitigen Roman zu nehmen, Sie können über einen relativ langen Zeitraum nicht nur eine Geschichte erzählen, Sie können auch erzählen, dass Bilder mutieren. Und da komme ich wieder zu dem wichtigsten Generalthema in meinem Leben, der Erinnerung. Und dieser Qual, dass der innere Geist, die Erinnerung, dass sie immer die Neigung hat zu mutieren, zu schwanken, zu oszillieren, neue Erlebnisse und Erfahrungen mit reinzubringen, zu verwandeln, zu täuschen. Hier könnte man sagen, das ist wesentlich zu rosarot, nicht? Die Inspiration von diesem armen, einsamen Fischer ist die, ich lebte zu der Zeit für eine kurze Zeit in Nizza, es ist November, es war sehr kalt und komplett nebelig. Und der war der einzige tapfere Mann, der da täglich da im Morgengrauen in dem Nebel da hinausgefahren ist und wieder rückkam. Und ich mache ihm so quasi so fast, ich verpacke ihn fast in eine Bonbonniere. Das ist so quasi meine Hingabe an diesen tapferen Mann. Ich saß in diesen kalten Steinen. Ich hatte hohes Fieber, weil ich hatte mich erkältet. Aber ich wollte unbedingt diese kleine Mikrooper schreiben, das Libretto und alles, was dazugehört, nichts ahnen, dass ich dann 8 Jahre daran arbeiten muss. Aber egal, so. Und deswegen hat er Jahre später hat er so eine schöne Bonbonniere bekommen. Aber es hat natürlich mit meiner Message, mit meinem Gefühl und auch mit meiner Liebe zu diesem Mann, der da jedes Jahr im Nebel, in dieser Nässe, da hinausfährt, ganz allein. Da, auf der anderen Seite des Bildes ist eine Stadt mit einer 750.000 Einwohnern, nicht? Im Sommer sind da die Touristen, aber kein Mensch, nichts, gar nichts. Nizza im Winter. Ja, das hat einen ganz besonderen, hat immer ganz besondere Empfindungen auch in mir ausgelöst. Es gibt ja auch diesen berühmten Film Don't Look Now von Nicholas Roeg, über Venedig im Winter, dieses ganz aufgeladene Venedig. Ja. Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, diese lange Arbeitszeit, die Sie bei vielen Werken ja, und Sie sagen dann immer in einer gewissen Weise, Sie haben jetzt gesagt, Sie mussten dann dran, 8 Jahre dran arbeiten. Mhm. Wie geschieht Ihnen das? Also, wieso ist es sozusagen, dass es erste Versionen gibt und Sie immer wieder das überarbeiten? Ist es, wie passiert das, dass es oft länger geht, als Sie ursprünglich vorhaben und dass Ihre Projekte so viel Zeit auch in Anspruch nehmen? Ja, also ich glaube, es ist so Hälfte, Hälfte. Es gibt natürlich ein bisschen die unternehmerischen, pragmatischen Momente, nicht? Es gibt Projekte, die müssen finanziert werden. Sie brauchen ein Team. Sie brauchen Leute, die mit ihnen arbeiten. Es gibt auch natürlich, wenn ein Maler in die Medienkunst kommt oder in dem Fall, das war ja eine interaktive kleine Oper mit den Wiener Philharmonikern. Es muss auch geforscht werden. Sie brauchen die. So, also 50% ist ein bisschen Unwegsamkeit, wenn sie mal ein bisschen auch forschen und experimentieren müssen. Was aber ganz sicher dahinter ist, das kommt natürlich auch daher, da ich vom Anfang an sofort in der ersten Minute eine sehr genaue Vorstellung von dem habe, was ich machen will. Es dauert nur deswegen so lang, weil ich es nicht eher erreicht habe, was ich wollte. Und jetzt kommen wir zu den anderen 50%, das sind die Bilder. Oder die Kunstwerke, wo quasi man sich auf niemanden ausreden kann, auf Technik, dass man halt und die Leute und die Sängerin und der Komponist und bla bla bla. So auch meine Arbeit da, das hat so lange gedauert, bis ich das alles geschafft habe, musste ich es korrigieren. Ich bin jemand, der viel korrigieren muss. Und es war fertig und auch als ich alle Facetten hatte,
die für diese kleine Oper Zeitperlen hieß, die hatte Pech. Wenn man, so, da, also es hat damit zu tun, dass die Idee, die ich habe, die schreibe ich mir auf und da gehe ich nicht weg, bis ich nicht alles entdeckt habe und erreicht habe. Es kann natürlich dann trotzdem sein, dass am Ende du failed. Ja? Und später die Geschichte wird sagen, es war der größte Idiot. Okay, das ist ein anderes Thema. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe mich immer wieder dafür interessiert, wie, also es gibt ja verschiedene Theorien des künstlerischen Schaffens. Mhm. Und es gibt da diese Idee von Rudolf Arnheim, auch von hier und oder aus Wien. Und ja, wie der eben sagt, es ist so ein Goal-Directed, die zumindest wird es manchmal paraphrasiert, ne? Goal-Directed throughout. Man hat eine Idee und dann versucht man, die auszuführen. Und Monroe Beardsley, ein amerikanischer Kunstphilosoph, hat sich dazu einmal kritisch in so einem Aufsatz geäußert. Der heißt auch On the Creation of Art. Und er sagt, nein, eigentlich ist es so, dass das künstlerische Schaffen, dass sich der Künstler nicht fragt, ob er das sagt, was er sagen will, sondern sich fragt, ob das, was er schon sagt, dem entspricht, was er sagen will. Also dieses sozusagen, manchmal macht man eine Geste und diese Geste führt gar nicht zu der Aussageabsicht oder zu der Form, die man gesucht hat, sondern zu einer anderen. Und dann muss man sich entscheiden. Dann sagt man, ach, vielleicht ist es noch besser als das, was ich vorhatte. Oder eben, man verwirft es wieder. Gibt es diese Momente schon auch? Ja, ja. Nein. Ich bin ja leider jemand, der immer etwas sagt und das Gegenteil auch gleich dazu. Also das ist ja leider wahr. Und bei Zeitperlen war ich, ja weiß ganz genau, es gab zwei kritische Jahre, 2009, 10 und Anfang 11. Bei 12 ist es fertig geworden, wo ich gesehen habe, andere Kurve, klar. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich bin obergescheit zu mir selbst. Okay. Das ist keine in Stein gemeißelte Idee, klar. Und, also der Werkprozess ist das Wichtigste. Ich bin kein Theoriekünstler. Ich bin großer Verehrer der Konzeptkunst. Aber ich meine, der Werkprozess, die Werkprozess, das ist, was mich am historischen Raum der Menschheitsgeschichte so fasziniert, diese Entwicklungsfähigkeit, nicht? Und dieses an der Materie zu arbeiten und weiterzulernen, nicht? Weil von dem fixen Endergebnis, also wenn ich Ihnen einen Hammer in die Hand drücke, sagen wir beide kämen von einem anderen Sonnensystem, wir kommen hierher, ich sage, Herr Dr. Speidel, hier ist ein Hammer und eine Zange. Davon können Sie nichts lernen, die sind so vollendet. Ja? Mhm. Es braucht schon Mühe, sich episch vorzustellen, diesen Weg, diesen schmerzhaften Weg dorthin, bis man einen Hammer für Nägel hatte, was man da machen konnte. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo intelligente Instrumente oder Werkzeuge entstehen, relativ direkt. Wir sind da mittendrin. Fantastisch. Wahnsinn. Nicht alle Generationen der Geschichte hatten so etwas, nicht? Und oft ist es nicht direkt gelaufen. Eines der wenigen direkten Instrumenteentwicklungen, Kulturtechniken war das Notensystem, nicht? Aber es hat halt auch 600, 700 Jahre gedauert. Aber es ist relativ gerade gegangen. Hm. Ah ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke, eben auch diese Idee, dass diese nützlichen Dinge, es gibt ja auch diesen Text On the Evolution of Useful Things, der sich genau damit beschäftigt, wie die Gabel eben zu ihren drei Zacken kam und sich aus dem Messer entwickelt hat, das spitz war und dann ausdifferenziert hat und so weiter. Aber ja, in der Kunst ist es ja oft so, dass man da nicht sagen würde, da gibt es eben nicht diese einfache Funktion, ne? Und sondern ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber wie verhält sich nun das Instrument? Und wir kommen jetzt schon wieder ein bisschen zum gleichen Ort zurück wie vorher. Aber wie verhält sich nun diese Entwicklung des Instrumentes und dieser intelligenten Instrumente, die Sie ansprechen, zu den künstlerischen Aussageabsichten? Oder ist es, also habe ich das jetzt richtig oder interpretiere ich das richtig, wenn ich sage, dass Sie auch irgendwo Ihre Arbeit als ein Weiterentwickeln dieser neuen Instrumente, dass Sie daran auch mitarbeiten in einer gewissen Weise? Nein. Mhm. Also ich glaube, der Punkt, Sie haben sich vielleicht gedacht, warum
warum gebrauche ich so hochtrabend das Wort Instrument und nicht einfach Werkzeug? Ein Hammer ist ein Werkzeug und ein Pinsel ist auch ein Werkzeug. Und natürlich auch so eine blöde Computermaus ist ein Werkzeug. Nein, ich sage Instrument aus einem besonderen Grund. Eigentlich ist das falsch, ich müsste Prothese sagen. Auch zum Hammer von mir aus. In der Kunst können Sie ein Instrument, ein Werkzeug, eine Prothese erst gebrauchen, wenn sie die Möglichkeit bietet, wenn sie so in Italienisch sagt man pensiero debole, wenn sie so weich, so knetbar ist, dass Sie sie mentalisieren können. Also mit einer Violine können Sie transformativ arbeiten. Mit einem Pinsel, mit einem Meißel können Sie transformativ arbeiten. Das geht nicht um das Werkzeug an sich. Aber es geht natürlich um den Werkprozess, das ist ganz was anderes. Diesen Kampf zwischen Stein und Holz und diesen Instrumenten oder Werkzeugen und in dem Fall jetzt der Computermaus und diesen paar Computerprogrammen und das zu schauen, wie kann ich daraus was Geistiges machen, dass das nämlich, und natürlich, vor 35 Jahren war für mich die unangenehme Frage, als mir Peter Weibel sehr liebenswürdig auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, schau doch mal, ob das was mit Malerei auch zu tun haben könnte, obwohl er ja wirklich auf der anderen Seite stand und sagte, er will mit den neuen Medien eine neue Kunst gründen und es sollte eigentlich die bildende Kunst da nicht durch die Hintertür wieder reinkommen. Und ich habe ihm dann gesagt, na du Scheiße, die ganzen künstlerischen Kriterien, alle ästhetischen Kriterien, alles funktioniert, die Kontraste, alles, das funktioniert. Klar, wir gucken auf das blöde Computerbild und das funktioniert wie ein Ölbild. Und aber so, also das Mentalisierbare der Instrumente macht sie so intelligent, aber das sind natürlich auch alte, auch das Alphabet ist in dem Sinn. Nur natürlich, wenn man mit interaktiven Computerprogrammen oder mit Teams, mit Programmierteams arbeiten kann, dann kommt man manchmal in eine Situation, wo man sich als Künstler denkt, mein Gott, ich bin ja schon fast wie in so einer Prothese. Ich könnte so, man kann noch besser etwas so, dieses Fluide, dieses Weiche, dieses Plastische übersetzen. Ich meine jetzt mehr das Brain-Plastische. Ja? Sie glauben, oh, vielleicht eines Tages so, das arbeitet so. Ich hatte mich mal kurz damit interessiert, mit dem Brain Research, mit dem Key Institute von der ETH Zürich, ob man quasi mit diesen Sensoren, dass man diese Datenhelmets aufsetzt und vom EEG und ob man auch so direkt, aber das ist dann zu, dann ist das, dann kommt zu viel Technik. Und sie gehen als Künstler unter. Also es müssen einfache Werkzeuge sein, die sie mental. Es muss etwas Geistiges. Es muss immer ihr, deswegen habe ich gesagt, ich bin eben ein Erzähler. Ich möchte, nehme nur Werkzeuge in die Hand, in denen ich natürlich meine Geschichte erzählen kann. Ah, das ist, finde ich, eine sehr spannende Erzählung jetzt auch. Weil ich glaube, jetzt habe ich gerade was verstanden oder vielleicht ist auch ein Teil dieser Jahre, die Sie mit diesen Medien zubringen, zielen vielleicht darauf ab, dass man diese Plastizität erreicht. Denn bis man das hat, also man weiß es ja, wenn man ein Instrument lernt, jemand, der das Instrument dann beherrscht, der kann natürlich spontan improvisieren und kann reagieren, wenn jemand anders was spielt und so weiter. Aber das eine ist, einen Stift führen zu können und eine gewisse Natürlichkeit zu haben und das Gefühl zu haben, es übersetzt sich vom Disegno im Kopf oder vom Dessin im Kopf auf das Dessin auf dem Papier. Aber das andere ist, so ein extrem komplexes Instrument wie eben ein Computer zu verwenden. Und damit man da was Ähnliches erreicht, stelle ich mir vor, also eine ähnliche organische Einheit oder den Computer dann wirklich als Extension, als Prothese, wie Sie es jetzt gesagt haben, verwenden kann, braucht es wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre einfach von der Praxis. Also wie einer Klavier spielt vielleicht oder ein Klavier spielt. Also gibt es sowas? Machen Sie diese Erfahrung, dass Sie heute auch organischer mit diesen Instrumenten umgehen, als Sie begonnen haben?
Ich gebe ehrlich zu, ich habe daran nicht so gedacht. Aber als wir uns in meiner Ausstellung, im zweiten Teil der Ausstellungstrilogie, quasi in Wien getroffen haben, habe ich ja erzählt, Ralf Schilcher, der vor allem alle meine Partituren gesammelt hat von meinen großen Projekten, der hatte mir in den letzten Gesprächen, als wir diese Ausstellungstrilogie vorbereitet haben, eben sehr klipp und klar und gesagt, und ich habe das offenbar immer überhört, ja, offenbar, die, leider vergehen die Jahre, und man kriegt eine gewisse Routine, aber, und dann kommt das halt unmittelbar her, vielleicht sind die Bilder hermetischer, die ich heute mache. Sicher, ich wollte nie zeigen, wie etwas gemacht ist. Also auch meine frühen Computerbilder, man sieht das nicht, nicht? Und ich habe ja auch nie die Malerei, die Zeichnung. Also ich habe Ihnen ja erzählt, wenn ich da an den Computern sitze, man sieht sie jetzt nicht, weil sie ja quasi hinter dem Bildschirm unseres Videogesprächs sind. Da am Tisch, ja, da hinter mir, schauen Sie, was da an der Wand ist. Das sind 1000 kleine Zeichnungen. Das ist übrigens das Ganze, alle drei Atelierräume sind voll davon. Und da stehen kleine Scribbles und Zeichnungen. Alles, was ich mache, seit 35 Jahren im Computer, parallel zeichne ich auf. Ich bin nicht jemand, der zuerst eine Skizze macht, zeichnet und sagt, ha, 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 das mache ich. Und dann holt der Pinsel und Farbe und dann macht er ein Bild. Ja, so hat man das gelernt, ist schon okay. Sondern ich zeichne, wenn ich arbeite. Also ich beginne tatsächlich in meiner Malerei, meine Ölbilder in den 80er Jahren, als ich quasi als junger Künstler einstieg und ich bin ja in Graz vom Joanneum entdeckt worden, habe ich mein Ölbild begonnen und dann habe ich das Bild abgezeichnet in Teilen, auch mit Farben. Dann habe ich es sogar aus Verlegenheit, weil ich es ändern wollte, habe ich es fotografiert. Und eines Tages habe ich mit einem Kugelschreiber und irgendwie einem fetten Farbstift habe ich auf das Foto draufgezeichnet. Und dann, ich weiß nicht mehr, warum ich diesen Blödsinn gemacht habe. Ich habe eine von einem Buch den Klarsicht-Einband mit der Schere zerschnitten, weil ich ja im Atelier keine Folien hatte, weil ich das nicht brauchte. Und ich legte das auf das Foto drauf. Und ich habe mit Stiften da drauf gemalt, damit ich beides sehe. Dann habe ich das Bild weiter gemalt, habe das Bild wieder fotografiert und das konnte ich jetzt da nicht drauflegen, weil das undurchsichtig ist. Jetzt habe ich das auf so einer Folie, inzwischen habe ich Folien gekauft, habe ich das abgemalt mit Ölfarben und die sind auf einer Plastikfolie. Es ist alles sehr im Kleinen. War das ein bisschen transparent? Dann habe ich das da draufgelegt. Und wie trocknen lassen und wieder. Und so sind mehrschichtige erste Schichtbilder entstanden, wie ich dann später erfahren habe. Zu der Zeit gab es noch nicht Photoshop mit der Layer-Technik, sondern man hat auf Paintboxes gearbeitet. So habe ich auch begonnen am Postgraduate Center am Städel. Aber dann kam quasi dieses Arbeiten in Schichten. Aber ich habe immer in Schichten, also ich zeichne danach. Na, jetzt zeichne ich natürlich auch vieles technisch. Ich sage, okay, ich will das und das machen. Ich habe das so und so gemacht. Dann zeichne ich mir die Nase auf und schreibe dazu Farbe Nummer sowieso, Vergrößerungsfaktor. Weil wenn ich später was korrigieren müsste, dann kennt man sich nicht mehr aus, weil halt so ein blödes Computerbild 200 Schichten hat und halt sehr groß ist und bla bla bla. So, aber das ist auch eine Funktion von Zeichnen. Ja, also das ist sozusagen, Sie zeichnen auf wieder. Also es ist auch so eine Aufzeichnung des Prozesses. Ja. Und ist es trotzdem noch so, dass die Zeichnung Ihnen auch Ihrem Denken irgendwo näher ist? Also dass es so eine Unmittelbarkeit, diese Unmittelbarkeit der Zeichnung noch gibt? Zack, zack, tick, tack, geht schnell. Ja. Geht schnell. Ja. Passiert natürlich ständig etwas und das ist da. Da bräuchten Sie so ein Radiergummi, um das, was ständig passiert, wegzukriegen. Nein. Klar, das ist natürlich das Medium, um voranzuschreiten auch. Aber in der Zeit der neuen Medien oder sagen wir ausgespannt zwischen allen Medien, es ist eine Art Bahnhof. Sie können da verschieben, Sie können da zusammenbringen. Das ist natürlich auch mit dem Computer gut möglich. Ich meine, Sie wissen, ich habe nie die Farben am Computer verwendet,
Ich habe früher die eigene Ölbilder dafür gemalt, sie gefilmt oder fotografiert und davon dann als Nebenbild dann die Farben genommen. Oft sogar mit der leichten Struktur des Ölbildes. Das habe ich dann importiert. Das habe ich dann sogar mit Ars Electronica Future Lab versucht. In meinem ersten virtuellen Theater für den Gesichtsraum habe ich gebeten, könnt ihr alles, was blau ist, diese blaue gerippte Form nehmen, alles was grün ist, da habe ich einen Blumenkohl fotografiert. Da könnt ihr bitte diese Struktur halten, auch wenn das kein Mensch mehr weiß, was das ist, wenn man das nicht erkennt. Ne? Sehr spannend. Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema, jetzt auch so in Texten. Die Toronte hat eben über Farben geschrieben sie haben immer so diese dominierenden intensiven Farben und zum Teil dann eben in unterschiedlichen Bildern gibt es oft so eine dominierende Farbe. Wir haben vorher dieses Pink gesehen, das haben Sie kommentiert jetzt in Bezug auf das Boot. Gibt es da eine Farbtheorie bei Ihnen oder wie funktioniert das? Nein. Nein, da komme ich zu sehr aus der Musik. Ich meine, ein anderes Thema, aber ich will das jetzt nicht zu breit machen, ist natürlich dieses Multisensoriale, dieses Synästhetische, das kann man oft einsetzen. Und ich kenne natürlich diese Welt, ich kenne sowohl die klinische Welt, das ist ja auch ein klinisches Phänomen seit 200-300 Jahren, aber natürlich, es ist seit der Antike das große Phänomen, wie kann man Gesamtkunstwerke und wie kann man einen vollen Klang erfinden mit vielen Elementen, und Farben sind natürlich wichtig, aber ich habe weder eine Lieblingsfarbe noch, ja, ich kenne die Farbtheorien, und Philipp Otto Runge hat sie natürlich besonders hübsch und schön, und Malevich ist es anders, und nein, aber ich glaube natürlich nicht, aber natürlich dieses naturwissenschaftliche Konzept der Farben, was die Farben sind, ist schon klar. Es ist ja auch so eine Grundidee, gerade auch wenn man biografisch die Arbeit anschaut. Rainer Fuchs hat mal über die Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln geschrieben im Rahmen der Mumok-Ausstellung. Das bei so einem Bild natürlich von jetzt 93, da ist es sehr, sehr frappierend noch. Was tut die Malerei eigentlich für Sie, dass das Digitale nicht tut? Das ist schwer zu sagen, vor allem wenn ich dieses Foto sehe, weil das ist ein bisschen eine konzeptuelle Arbeit eigentlich. Das ist ein Selbstporträt, das bin ich damals, 1993. Ich habe den Fotoapparat, einen ganz ordinären Fotoapparat, so neben mich gehalten. Und ich hatte nur gesagt, ach, wie schön wäre es, so im Frieden eines Regenbogens zu sein. Und ich habe auf einem großen Foto, auf einem Ziberchrom, habe ich mit Gouache und mit einem sehr harten Pinsel habe ich nur zart die Streifen des Regenbogens darüber gemalt. Da ging es mir eigentlich nur darum, ob die Farben sofort, simultan in einem anderen Bild den Raum, den Farbraum verändern. Bei diesem Bild, das Sie zeigen, also dieser Collage eines analogen Fotos und einer analogen Malerei mit Pinsel direkt auf dem Foto drauf, geht es eigentlich nur darum, um diese Frage, wer behauptet sich in der Wahrnehmung mehr, die Repräsentation, das Bild und in dem Sinn auch die Fotografie oder die Malerei, was ist da irgendwie stärker? Das ist eine relativ lange Serie gewesen. Ich besitze nur mehr eines von diesen Bildern, das zeigen wir eben jetzt. Das habe ich eben ein paar Mal ausprobiert. Aber zu Ihrer Frage, was die Malerei tut, was die anderen Medien nicht tun. Naja, ich meine, die Malerei hat den Vorzug, dass sie wirklich definiert, wie jemand die Welt sieht und erlebt, wie er sie sieht. Aber wenn Sie, sagen wir, wenn Sie mit Fotografie oder mit Fotografie, mit Malerei oder im Computer mit vielen Medien, mit Film und virtueller Skulptur und allem sehen, die Präsenz,
die aufdringliche Gegenwart der Repräsentation von Wirklichkeit, die macht ihnen einen Riesenstrich durch die bildende Kunst. Ne? Die ist immer da. Sie müssen sich immer fragen, wo ist der Anteil, dass sie die Welt gesehen haben. Ich gehöre schon zu der Art Künstler, die sagt, die Kunst, also das Schaffen ist dazu da, dass sie einen kleinen Anteil in dieser langen Kette der Gestaltungen, Literatur, Musik, alles, dass sie einen Anteil dazu geben, wie sie das sehen und vielleicht es jemanden gibt, der daraus irgendeine Erkenntnis oder einen Widerspruch oder eine Befriedigung daraus zieht. Und das ist natürlich in der Malerei und in der Zeichnung unbeschreiblich direkt. Das können sie einfach bedingungslos erzielen, ihre Weltsicht. Und sie zeigen sich damit auch. Aber in dem Moment, wo sie mit Fotografie arbeiten, das ist fast psychoanalytisch, weil da sind sie in der Sekunde auf Glatteis. Man sieht, wie sie denken, was sie machen. Es ist formal sehr viel schwerer zu verkleiden. Also wo würden Sie sagen, sieht man, was Sie denken, was Sie machen? Bei der Fotografie oder bei der Malerei? Bei der Fotografie. Bei der Malerei sieht man ihre Haltung. Sie umformen die Welt, wie sie sie halt sehen. Natürlich auch immer im Kleid der Konventionen. Nicht? Das sind ja nur wenige Leute, die gänzlich die Geschichte dann verlassen und einen ganz neuen Aspekt geben. Aber ich glaube, in den heutigen Medienbildern wird das alles ein wenig komplexer, weil es eben mehr Möglichkeiten gibt, nicht weniger. Ja, es ist tatsächlich, ja, ich finde das sehr interessant, also auch ihre eigentlich fast Definition, man könnte das ja mit Baudelaire, der mal gesagt hat, l'art c'est un coin de l'univers vu à travers un tempérament. Also die Kunst ist sozusagen eine Ecke des Universums durch ein Temperament betrachtet. Also das scheint dem sehr, sehr zu entsprechen, was Sie jetzt formulieren. Mhm. Und natürlich eine Sache, die mir jetzt auch immer wieder auffällt, ich war jetzt gerade in Paris für eine Jury, auch in Medienkunst, im Paris College of Art, ist, dass immer die Gefahr besteht, wenn man diese Instrumente verwendet, die schon sehr so stark vorkodiert sind, ist, dass man sozusagen diese Vorkodierung der Instrumente, dass die so gewichtig wird. Also dass sozusagen das Denken so stark vorgeformt wird durch die Gedanken, die sich derjenige, der das programmiert hat, vorher gemacht hat. Und den Möglichkeitsraum, den diese Programmierung eben öffnet. Gut, aber damit haben Sie jetzt beantwortet, warum ich so umständlich bin. Ich versuche das so umständlich alles zu machen, meine Projekte, oder sagen wir, um ein Bild, auch wenn es auch ein Bild in vielen Teilen ist, zu erzeugen, um möglichst alle Techniken so zu brechen und zu zerbrechen, dass dann doch mein Anteil durchkommt. Ich sperre mich ja dem nicht, dass man sich quasi auf Glatteis führt und man auch zeigt, wie man denkt und was man kann und was man nicht und wie man liebt und so weiter. Sonst muss ich ja nicht Künstler werden, nicht? Ich kann ja auch Buchhalter werden, sehr egal. Aber Sie haben recht, die Konditionierung durch die Technik ist, no, das ist, da sind die Schriftsteller uns ja noch weit voraus. Die müssen ja immer mit diesem verdammten Alphabet umgehen können. Ne? Das ist eine Sache. Und jetzt sind wir, aber auch wenn die neuen Medieninstrumente neu sind, die sind sehr konditionierend. Wenn ich Medienkunst sehe oder in der heutigen landläufigen Fotografie, ich sehe nur Arbeitsschritte von Photoshop. Das ist eigentlich das, was wahnsinnig werden. Aber es ist halt so. Aber es ist egal. Ich soll mich darüber nicht äußern. Es ist egal. Nein, aber das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, da braucht es auch noch ein größeres Bewusstsein dafür, was die Instrumente tun. Es gibt ja zum Beispiel auch Studien über diese Apollo-Mission, die schiefgegangen ist, die zu zeigen scheinen, dass es daran lag, dass immer wieder PowerPoint-Präsentationen verwendet wurden und PowerPoint dazu verleitet, das Kleine wegzulassen, weil man eben Bullet Points macht. Und über mehrere PowerPoint-Präsentationen hinweg sieht man dann, dass ein Problem auf einmal
unter den Tisch fällt. Also da ist es dann wirklich im Großen schiefgegangen. Aber das kann man sich natürlich, kann man teilweise auch an sich selbst beobachten. Als ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich immer am Computer geschrieben und irgendwann habe ich gemerkt, dass es mein Denken etwas begrenzt, ne, durch die Linearität, die mir das Word-Dokument vorgibt. Also es gibt nichts, was irgendwie diese Koexistenz hat, was ich auf dem Blatt verteilen kann. Es gibt keinen fluiden Übergang zwischen dem Schreiben und dem Zeichnen. All solche Dinge, die aber für Erkenntnismomente wichtig sein können. Und die Instrumente sind tatsächlich in dieser Hinsicht keineswegs neutral, sondern ganz stark, geben ganz stark vor, was man mit ihnen macht. Aber ich wollte noch eine Sache, die mich an diesem Bild auch so interessiert hat. Sie haben jetzt über die Farben des Regenbogens gesprochen, aber hier ist natürlich auch wirklich ganz stark dieses gestische Element. Also die Hand schreibt sich natürlich hier über die Malerei mit ein. Die Textur hier, anders als die des Blumenkohls, ist ja auch die Textur, die durch ihre Handbewegung entsteht. Ja. Ja. Und das ist, sagen wir mal, klar gibt es da Äquivalente im digitalen und im digitalen Zeichnen und zum Teil dann vielleicht auch wieder andere Aspekte, die das einfangen kann. Es gibt ja Programme, die die Handbewegung dann tatsächlich rekonstituieren, also so, dass man den Index, dass man die Spur sozusagen immer wieder sieht, wie die Spur entstanden ist. Hier müssen wir uns das rekonstruieren. Das tun wir natürlich relativ unmittelbar. Ist uns klar, wie haben Sie hier Ihre Hand in dieser schwungvollen Bewegung geführt. Aber ja, also dieses Gestische über die Farbe hinaus kommt da natürlich irgendwo mit und informiert dieses Bild anders als dieses Instantane. Also es gibt eine Zeitlichkeit in dieser malerischen Geste, die in der Fotografie natürlich nicht vorhanden ist, weil die Fotografie ja ein Medium ist, das schließlich immer mehr darauf abgezielt hat, den Moment zu erobern und immer kürzere Zeiten einfangen zu können. Also das scheint mir auch noch ganz ein ganz interessanter Aspekt zu sein, oder? Ja, sicher, aber... Also die Zeitlichkeiten. Ja, aber ich habe immer versucht, so quasi einen großen Raum. Also für mich ist das so quasi, Zeit ist etwas Komplexes und geht definitiv in einen langen Zeitraum. Ja, genau, vielleicht finden Sie meine frühen Collagen, wo viele Fotos in verschiedener Form da sind. Welche Jahre, von welchen Jahren sprechen Sie? 93, es ist nicht so früh, aber es ist früh, 93. So was. Nein, das. Gehen Sie noch eins weiter vielleicht, bitte, das wäre schön. Diese Richtung oder? Ah ja, die meinte ich. Und wenn Sie noch eines gehen, dann kann ich das zeigen. Ja, schauen Sie, das ist quasi, man könnte sagen, also das ist eine analoge Collage. Was Sie hier sehen, sind ein, zwei ausgeschnittene Fotos, dann ausgeschnittene Computerdrucke von Computerbildern. Also ich habe ein Computerbild, also es ist immer die gleiche Person. Und es ist immer nur das linke Auge, obwohl viele Augen drinnen sind. Und das Grundbild ist ein großes Foto, aber das Foto ist ein Foto von einem Röhrenbildschirm. Also ich habe mit meiner Hasselblatt meinen eigenen Röhrenbildschirm, auf dem aber kein Foto war, sondern bereits ein Fotobild, das ich schon manipuliert habe, darauf habe ich fotografiert und hier ausbelichtet. Dann habe ich mit Computerdruck Anfang der 90er Jahre, mit Thermotransferdruck aus diesem Zyklus Bilder ausgedruckt, Teile ausgedruckt, ausgeschnitten und da draufgelegt. Und ein richtiges Foto, nämlich diesen Kern, das ist dieses technische Teil, ist das Innere eines Lastwagenreifen, der Aufhängung eines Lastwagens. Das habe ich auch drauf. Naja, und dann habe ich Ölbilder zerschnitten, die ich zu der gleichen Zeit gemalt habe, die auch dieses Thema haben. Nur das Gesicht habe ich weggelassen. Ich habe das, was rund um das Gesicht ist, genommen, habe ich zerschnitten und habe ich auch hingegeben. Um eigentlich der Momentaufnahme eines Gesichtes meiner Frau einen ganz anderen Kontext zu geben. Mhm.
Und diese Überlagerung, die dabei entsteht, ist eine Überlagerung ganz verschiedener, nicht nur Bilder, sondern eben auch Bildzeiten, oder? Ja, genau. Und vor allem für mich das Wichtigste, ich habe in jenen Jahren den Gesichtern, also wenn Sie die Maus nehmen, oder ist das bei mir auch, Moment, ich versuche das, aha, meine Maus kann man sehen, ja, okay, sehen Sie. Oder ich, ja, also ich sehe sie nicht, leider. Ah, Sie sehen sie nicht. Na, sehen gut. Sie meine? Ja, ich sehe Ihre. Fahren okay. Sie zu dem eigentlichen Halbprofil, das hat ja zwei Augen. Und darüber, ja, ist es so. Ja, ja. Mhm. Ja, quasi, also es sind hier zwei Augen, links und rechts, und darüber wie eine Brille, wie eine hochgeklappte Brille, nochmal die Augen. Aber genau. Diese vier Augen sind alle das linke Auge. Mhm. Also ich wollte einfach für mich, das ist jetzt privat, ich wollte für mich dadurch eine andere Zeit haben. Ich habe das andere Auge weggenommen. Mhm, verstehe. Ich habe es natürlich im Computer verändert. Ja, und dann gibt es natürlich die Zeit, für mich jetzt als jemand, der gerade immer wieder versucht, neben der Figurerzählung, wie ich das nenne, die Spurerzählung zu etablieren, die eine andere Form der Erzählung ist, die Zeit der Realisation, hier wieder natürlich der Gesten, die dieses Gras oder das verschiedene bilden, könnte auch natürlich die Schnitte, die haben ja auch ihre eigene Zeitlichkeit und so weiter. Also es gibt da sozusagen die Zeitlichkeiten dessen, was sie abbilden, aber dann auch die Zeitlichkeit der Realisierung dessen. Und natürlich sind wir alle Spurenleser, das heißt, wir wissen auch, was zuerst da war und was dann kam. Also das eine Stück kam eben nach dem anderen. Und es ergibt sich gewissermaßen auch die Schichtung hier, wie eine Archäologie, die Zeit der Schichtungen. Carlo Ginzburg ist wichtig, ja. Ah, schön, ja. Sherlock Holmes, Morelli, Freud. Ist das, denken Sie daran momentan? Oder es gibt diesen berühmten Aufsatz, ja. Aber schon auch an den Trapper, an sein frühes Buch, an den Trapper, das er ja eigentlich seiner Mutter, die eine große Sucherin war, gewidmet hat. Ja, ja. Ja, ja, interessant, dass gerade diese Postkarte. Oh. There's nothing more deceptive than an obvious fact. Eine schöne Warnung. Ja, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. Nicht nur, weil bei mir die Feuerwehr fährt, sondern ja, ich glaube, es ist doch ein schöner Schlusspunkt, und man merkt auch, dass wir noch sehr viel mehr explorieren könnten. Aber vielleicht so als eine klassische Abschlussfrage: Was sind denn momentan Ihre aktuellen Fragen oder auch Ihre aktuellen Projekte, an denen Sie arbeiten? Ja, ach, das ist schwierig. Also ich meine, mein aktuelles Projekt ist, dass ich hier nun ein großes Projekt gerade zu Ende führe. Ich habe den Raub der Proserpina versucht zu gestalten, indem ich zuerst einen großen Bildzyklus für mich geformt habe, aber mit dem Hintergedanken, dass dieser Bildzyklus 7 real existierende Schauplätze für mich künstlerisch auflöst, vor dem Hintergrund diesmal wirklich eines antiken Mythos. Und dann, als ich das gemacht habe, bin ich in diese Orte, in diesen 7 Schauplätze mit Filmteam und vielen ehrenamtlichen Menschen von den Dörfern und Orten hingegangen und habe dort einen großen Film gedreht. Und nun bin ich quasi beim Schnitt, und ich muss diese virtuellen Schauplätze mit den real gefilmten zusammenbringen. Das ist natürlich technisch aufwendig, so, aber das mache ich gerade. Die Pandemie hat das zum einen erschwert, zum anderen erleichtert, weil ich endlich Ruhe hatte, alles so vorzubereiten. Und das dahinter ist so quasi, sind die Partituren für den Schnitt, für mein Post-Production-Team. Ja, das ist das eine. Aber die Fragen, die mich hier, ja, die Fragen, die mich umtreiben, das ist schwer.
weiß nicht. Ich würde eine ausweichende Antwort geben, weil ich quasi gesagt habe, ein antiker Mythos. Ich bin immer ein Liebhaber von Ovid gewesen, aber ich muss, vielleicht sollte ich so sagen, eine Frage ist, wie haben Menschen das vor 2000 Jahren geschafft, sich in deren Gesellschaft mit den Bedingungen, die man damals hatte und die man ja heute auch hat, sich so heiklen Themen wie Religionen und Moral und Ethik zuzuwenden und eigentlich Götter zu schaffen, denen man menschliche Eigenschaften zuschreiben konnte und die man so darstellen konnte und die solche, unter Anführungszeichen, Schweinereien aufführen, dass man sich darin doch im Spiegel erkennen kann, um hier irgendwie der Zensur oder der Bedrohung durch die Machthaber oder den Staat zu entgehen und das mit einer psychologischen Tiefe und mit einer Sprachtiefe und politischen Tiefe. Und wir tun uns heute so schwer oder noch immer so schwer. Wir sind eigentlich nicht wahnsinnig viel weiter und das ist unbeschreiblich. Dass das gibt, das war das immer so, haben die womöglich vor 200.000 Jahren auch alles gewusst. Und wie wird das sein, wenn die Menschen in 2.428.000 Jahren dann endlich vielleicht ein paar mehr Gliedmaßen haben und noch Computerchips eingebaut, obwohl man eigentlich das Computerzeitalter oder das Energiezeitalter längst verlassen hat. Man hat ganz was anderes, was weiß ich. Vielleicht man lebt von irgendeinem eigenartigen Kaugummi. Ich weiß das ja nicht. Wenn man noch lebt. Also wenn man die Menschheit dann ja, noch leben aber das ist schon meine... So, jetzt kann ich den Abschluss sagen. Diese Idee, auch als Künstler und auch als Mensch, man glaubt immer nach einem, geht das dann noch ein bisschen und dann kommt der jüngste Tag oder dann löst sich alles auf. Die Idee, dass das vielleicht doch noch mal eine Milliarde Jahre geht und sich diese Spezies tatsächlich weiterentwickeln muss und sich ganz verändert, so wie das ja, wie, wir wissen ja angeblich, wie die letzten 2-3 Milliarden Jahren waren. Ich meine, das ist viel unangenehmer vorzustellen, weil dann werden auch die Götter und die Kunstwerke ganz klein und so, das treibt mich schon um. Vor allem, wenn man so intelligente Werkzeuge hat und dann aber auch noch den Hammer verwenden darf. Den Skulpturen habe ich ja auch mal gemacht. Also Sie sehen, die uns jetzt auch zugehört haben bis hier, es gibt noch sehr viel zu entdecken und auch zu erfahren jetzt in Graz natürlich ab morgen oder je nachdem, wann das auch gesendet wird. Aber können Sie sich das in der Ausstellung anschauen und über diese Fragen nachdenken. Ich danke Ihnen für das sehr schöne Gespräch heute. Ich habe es sehr genossen und freue mich auf weiteren Austausch. Ja, ich mich auch. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Klaus Speidel. Und ja, vielen Dank auch nach Graz für das Team und schöne Zeit. Vielen Dank Ihnen beiden. Sehr, sehr inspirierend.